Hallo ihr Lieben, heute beschäftigen wir uns mit Playlegs bzw. Leg Curls. Die könnt ihr nicht nur im Exotic benutzen, sondern auch bei anderen Bewegungen oder Tanzrichtungen. Lasst uns beginnen. Ich starte mit dem Rückenzeug, ihr könnt euch aber auch andersrum drehen. Beine sind in der Luft, Beine sind gestreckt, wir bringen die Knie zusammen und dann die Kniescheiben auseinander. Knie zusammen und auseinander. Die Bewegung kommt nicht aus den Knöcheln, sondern aus der Hüfte. Ihr könnt auch versuchen, beide Beine in die gleiche Richtung zu drehen. Auch natürlich weiter geöffnet, in eine Grätsche. Schaut, wie weit ihr das öffnen könnt, ob es sich immer noch genauso anfühlt oder anders. Als nächstes sind wir auf den Unterarm. Wenn es zu anstrengend werden sollte, könnt ihr euch auch hinlegen. Ich starte mit einem Bein. Das geht. Zum anderen Fuß rüber. Dann langsam zur Mitte zurück, Fuß so nah wie möglich zum Hintern, zur anderen Seite weg vom Bein raus und wir versuchen einen Kreis zu machen, so groß es geht. Beide Richtungen und beide Beine. Wir haben beide Beine zusammen und versuchen die Knie zusammenzuhalten, die Füße zusammenzuhalten und drehen beide Knie in die gleiche Richtung gleichzeitig. Ihr könnt natürlich auch das Ganze mit geöffneten Beinen machen. Und natürlich wie immer beide Richtungen probieren. Das gleiche Ding, diesmal sind die Beine aber zeitversetzt. Erst das erste Bein, das zweite folgt, als ob es dem Bein hinterher gehen würde und dann in die andere Richtung zurück. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das gleiche Ding nochmal machen, diesmal oben aber die Beine tauschen, sodass ihr immer in die gleiche Richtung geht. Wichtig, haltet die Knie zusammen. Als nächstes sitzen wir, unteres Bein ist angewinkelt, oberes gestreckt. Stell dir vor, das Knie ist im Raum, in der Luft festgemacht. Wir bringen den Fuß erst nach außen, dann zum Hintern, nach innen raus. Versucht den Kreis so groß wie möglich zu machen, nur mit der Rotation. Ihr seht, dass meine interne Rotation nicht so groß ist, was aber nicht schlimm ist. Jetzt versuchen wir, die Hüfte mitzunehmen, dennoch das Knie, soweit es geht, in der gleichen Position zu lassen und schon sieht der Kreis etwas größer aus. Um den Kreis optisch noch größer aussehen zu lassen, könnt ihr auch gerne den Oberkörper mitnehmen. Denkt daran, beide Richtungen zu probieren und am Ende auch schön das Bein auszustrecken. Jetzt bringen wir beide Beine parallel zum Publikum. Knie sind zusammen, Oberschenkel zusammen. Unteres Bein beugen, oberes Bein ist noch gestreckt. Ich versuche jetzt das Knie, soweit es geht, zum Boden zu drehen. Von da aus beugen wir das Bein, Fuß soweit es geht zum Hintern ziehen. Knie zeigt zum Boden. Jetzt Fuß nah am Hintern halten. Knie nach außen drehen, jetzt das Bein strecken, während das Knie nach außen zeigt. Bein wieder beugen, nah am Hintern halten, Knie dreht zum Boden und dann das Bein strecken. Probiert das ein paar Male, versucht auch die Rotation am Ende und am Anfang mitzunehmen. Wenn es besser klappt, könnt ihr es dann auch schneller machen oder langsamer, wie ihr möchtet. Und natürlich wieder auf beiden Seiten üben. Wenn ihr es auf beiden Seiten geübt habt, können wir auch das Ganze im Wechsel von links nach rechts machen. Zwischendurch haben wir unsere Grätsche dann. Je größer die Grätsche, desto imposanter sieht das Ganze dann aus. Dann kommen wir in Tabletop-Position. Hüfte ist nicht am Boden, Hände und Fußrücken aktiv in den Boden. Knie ist überkreuzt. Knie zeigt nach außen, streckt das Bein. Dann Fuß zum Hintern, Bein ausstrecken. Dann Fuß zurück. Wieder zurückdrehen und Bein beugen. Probiert es ein paar Mal aus, bis ihr den Dreh raus habt. Dann könnt ihr es natürlich auch wieder schneller oder langsamer machen. Für den nächsten Playleg starten wir auf den Unterarm. Oberschenkel, Knie und Füße sind zusammen. Kniescheiben drehen dann zueinander. Bringen die Füße auseinander und unten wieder zusammen. Wenn die Füße zusammen sind, Knie auseinanderbringen, dann erst die Beine strecken. Füße wieder zusammen zum Hintern, Knie zusammenbringen. Kniescheiben zusammen und nach oben die Beine strecken. Ruhig langsam erst ein paar Mal üben. Grätsche so groß wie ihr könnt machen. Und wenn es besser wird, könnt ihr es auch gerne ein bisschen schneller machen. Wichtig, Knie und Oberschenkel zusammenhalten. Wenn es gut klappen sollte, könnt ihr auch die Playlegs benutzen, um von einer zur anderen Position zu kommen. Wir sind zum Beispiel in der Grätsche. Beugen das Bein,
Play Leg Curl, hier Hände tauschen und dann auf ein Knie. Und probiert natürlich gerne auch, ob ihr die Bewegung umdrehen könnt. Ich mache den auch gerne im Arabesque Kick. Hier Beine beugen, das vordere Bein gestreckt nach oben bringen, jetzt wieder das Bein beugen. Hüfte eindrehen, Hüfte zeigt nach oben, dann das Bein strecken. Zurückdrehen und Hüfte zeigt wieder zum Boden. Ihr könnt auch das Bein gestreckt hochbringen.